React to plane engine explodes mid-flight daily dose of internet. Hello everyone, this is your daily dose of internet. One of the engines on this plane suddenly exploded on a trip to Hawaii. Ach du Scheiße. Das ist auch so ein Albtraum, was das da, wo das wissen willst, das ist halt einfach. Das ist literally der Albtraum. Das ist halt jeder, der irgendwie Flugangst hat, das ist genau das, wovor du Angst hast. Das brennendes, ich weiß nicht, was das, Engine hier, die brennendes Rotator-Dings, wenn ein Flugzeug, das ist halt wirklich, ach du Scheiße. Dass da jemand so einfach aus dem Fenster filmt, dass, wenn die kein Problem mit hat, ich wäre in Panik, das ist, mein Leben wäre vorbei, ich hätte gedacht, ach du Scheiße. Aber das sieht auch nicht, das ist halt einfach, das sieht hier schon so ziemlich abgeblättert aus und so weiter. Das ist wohl, boah, Vogelschaden oder was. Ach du Scheiße. Ich hoffe, die haben es überlebt, die Passagiere. The plane was still able to safely make an emergency landing. Ah, okay, die haben es geschafft zu landen. Aber ach du Scheiße, da hast du doch die Angst deines Todes, wenn du in so einem Flugzeug in einer fliegenden Turbine festhängst. Ach du Scheiße. The plane was still able to safely make an emergency landing. Das zieht doch dein Leben an dir vorbei, komplett. Horace, no, that won't go in your cheese. Süß Hamster. Yeah, no, pass me the bottle. Ach du Scheiße. Was hatte der denn? Ach ja, die Hamster, die haben versucht, das dann ganz in ihre Backen zu bekommen und dass sich dann, plustern sich dann immer so auf, hat versucht, einen ganzen Brokkoli-Baum dort reinzubekommen. Ach du Scheiße, wie macht dir das drin? Ach du Scheiße, das ist ja wirklich. Du bist ja größer als er. Ach du Scheiße. Kann der Mann der, oder die Frau, die daneben steht, kann vielleicht mal festhalten und stoppen? Das ist halt. Die ist doch. Der dreht sich alles danach, die kotzt danach auf dem Boden, das ist doch. Kann der vielleicht irgendwo mal eingreifen, weil irgendwie. Es ist doch. This guy dressed was ist mit dem los? Das ist wieder. Ich verstehe es nicht. Es ist halt. Es sieht ja irgendwie nicht mehr. Oh, ach du Scheiße. Was ist. Wahr? Wow. Aus irgendeinem Grund finde ich sowas ekelhaft. Das ist halt irgendwie. Ich weiß es nicht, wahr. Wow. Das macht mir Angst. So aufgemaltes Gesicht, aber wie? Wie geht das? Wer hat das irgendwie. Wahrscheinlich mit Schminke irgendwie Umrandung von der Nase und so weiter, aber. Wow. Dressed up as a mannequin to see if anyone would notice. Hey. Genau, auch so, sowas. Oh, Mensch. Yo. This cat sounds exactly like a squeaky. Da kam Stuhl geflogen. Ach du Scheiße, eine ganze Liege. This cat sounds exactly like a squeaky toy. Ach süß. Katzi. Ja. Der Hund hat Stil. Der geht ab zur Musik. There's a website that compares the vision of humans to the vision of animals. Here's what dog vision looks like. Das ist interessant.
This is what humans can see at night versus what a gecko can see at night. Ui. Snails just can't see very well at all. Giant clams can see color and movement, but they really have no idea what they're looking at. Ouch. There's only two types. Der Blick von dem Hund. Of cats. Ah, shit. Nein, Katze. Schaffst das? Ui. Schwere Geburt. Der ist scheinbar. Manche Katzen haben Probleme mit dem Klettern von irgendwie. Der ist halt. Zum Beispiel hier die Katze von den Space Fox, die zwei Katzen von denen, da gibt es doch auch hier Bullen und Papuli. Denn da hat doch der eine von denen auch Gleichgewichtsprobleme und so. Das ist nicht jede Katze kann problemlos so durch ein Gitter. Das ist halt. Ui. Hat der das ganze Feld so gestaltet? Ich glaube ja, oder? Hat der Künstler, hat er so gemacht. I recorded this really cool sunset with my phone and wanted to share it with all of you. Hey. That's the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Das ist echt ein schöner Sonnenuntergang. Lass uns den noch kurz genießen. Zurücklehnen. Und schön. Genießen den Sonnenuntergang. Gar nicht übel. Ja.